Jo, göttlicher Reichtum, was, das klingt ja alles so mega Strub und Strub durcheinander. Was soll das sein, göttlicher Reichtum? Göttlich ist im Prinzip das, was wir sind. Was wir sind, wenn wir unseren ganzen Verstand und alle angelernten Überzeugungen, Bedingungen, Zusammenhänge, Konditionierungen, Ängste, Sorgen zur Seite legen, dann bleibt ein göttliches Wesen übrig, so wie wir als kleines Baby waren, so wie wir waren, als wir auf die Welt kamen, sorglos, arglos, im kompletten Vertrauen. Und was hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir jetzt sind? Wie sind wir dorthin gekommen zu dieser Person, die wir scheinbar jetzt sind? Wo ist die Göttlichkeit geblieben? Wo ist dieses unbesorgte, freie, fröhliche, leichte Wesen geblieben? Ja, es ist in unserem Kopf geblieben, es ist in unserem Verstand geblieben. Wir haben uns zu einer Person entwickelt, zu einer Persönlichkeit, die sich beschreibt über Dinge, die sie erlebt hat, über Dinge, die sie glaubt, über Dinge, die wahr sind, über Einschränkungen. Es sind meistens Einschränkungen. Wir glauben nie an diese große Freiheit. Wir glauben nie an diese großen, unendlichen, unbegrenzten Möglichkeiten. Wir glauben nie an unsere Macht. Wir glauben nie an unsere Kraft. Es gibt so viele Bücher, da steht drin, die Macht der Gedanken. The Secret. Wir haben es alle gelesen. Aber wirklich sich reinbegeben und das Ganze umzusetzen, sich da an die Quelle zu bringen, an die Quelle der Schöpfung, an der Kreation, der Manifestation. Dazu sind wir jetzt aufgerufen. Denn nur wenn wir in unserem Innen diese Kraft, diesen Reichtum, diese Möglichkeiten, diese unbegrenzten Möglichkeiten unserer Schöpfung, unseres Schöpfertums aktivieren und erkennen, werden wir unser Leben, unser aller Leben nach außen verändern können. Und ich habe mittlerweile so viele Beweise, dass es so ist. In unseren Coachings passieren sogenannte Wunder. Aber was sind denn sogenannte Wunder? Was ist denn ein Wunder? Ist es ein Wunder, wenn zum Beispiel eine Klientin von der Myriwet vor Gericht ein unglaubliches Urteil erwirkt, das niemand erwartet hätte, das sie selbst nicht für möglich gehalten hätte, bevor sie von der Myriwet begleitet worden ist? Ist es ein Wunder? Oder ist es eine bewusste Manifestation, eine bewusste Kreation. Genauso auf die gleiche Art und Weise entstanden, wie die Dinge, die wir eben unbewusst kreieren, die sich unbewusst für uns realisieren im Außen und wir dann ganz überrascht sind, warum die Dinge plötzlich so sind, wie sie sind. Und wir haben nicht gelernt, was das mit uns zu tun hat. Was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Dass alles, was da draußen passiert, warum gibt es Menschen, die sind unbeteiligt? Warum gibt es Menschen, die sind unberührt scheinbar von dieser Situation, die sich im Außen zeigt, von jeder Situation, die sich im Außen zeigt? Warum gibt es Menschen, die sich nicht beängstigen lassen? Warum gibt es Menschen, die ihren Grund stehen? Warum gibt es Menschen, die weiter ihre Träume, ihre Ziele verfolgen, während es andere Menschen gibt, die vor Angst starr sind, die sich einreden lassen, alle Unmöglichkeiten dieser Welt, alle Unfreiheiten dieser Welt? Warum gibt es diese Unterschiede? Ich sag's dir. Weil es zwei Perspektiven auf uns Menschen, auf unser Leben gibt. Und zwar ist es die eine Perspektive, diese all in aller Mund Perspektive, das, was man so
eigentlich so glaubt, dass die Dinge im Außen gemacht werden müssen, dass die Dinge von unseren Händen bewegt werden müssen, von unseren Überzeugungen, den anderen Menschen gegenüber, und dass wir allein auf weiter Flur nichts bewegen können. Dass wir uns versammeln müssen, dass wir uns bündeln müssen, dass wir Unterstützung brauchen im Außen, um irgendetwas bewegen zu können. Und wenn du versuchst, all dieses Außen für dich hinzukriegen, wenn du versuchst, im Außen deine Unterstützung zu organisieren, während du dich gleichzeitig nicht im Innen unterstützt fühlst, weil du an eine Welt glaubst, in der du nicht unterstützt bist, weil du glaubst, die Dinge dieser Welt sind gegen dich, die Dinge dieser Welt führen uns alle in die Unfreiheit, die Dinge dieser Welt führen uns alle in die Abhängigkeit und die Dinge dieser Welt führen uns alle in die Armut, ins Verderben, in klimatische Krisen, unsere Welt wird kaputt gehen. Wir sind als Mensch Parasiten und all das, was ich alles noch so höre. Wenn du das alles annimmst, dann wirst du Beweise finden, dass du recht hast. Du wirst Beweise finden, immer wieder im Außen, dass deine Meinung richtig ist. Und wenn du das jetzt verstehst, was ich sage, dann ist es doch an der Zeit, dass du Beweise einer neuen Meinung, einer neuen Überzeugung suchst. Und zwar diese Überzeugung rauslässt aus deinem Herzen heraus, die so laut nach Freiheit schreit, die so laut nach Unabhängigkeit schreit. Diese Überzeugung, die so laut schreit, das kann doch nicht sein, dass ich hier nichts machen kann, dass ich ausgeliefert bin und dass ich unwirksam bin. Und diese Überzeugung darfst du jetzt an die Oberfläche lassen und sagen, ja, wenn es denn so stark in mir ruft, wenn diese starken Wünsche doch so da sind, dass ich hier ein anderes Leben führen möchte, dass ich hier ein freies Leben führen möchte, dass ich nicht sorgenvoll aufwachen möchte jeden Morgen, dass ich nicht jeden Tag mir irgendwie 1000 Gedanken mache, wie soll das gehen, das geht doch nicht und finanziell und ich komme nicht über die Runden, ich würde ja so gerne, aber das geht nicht und so weiter und so fort. Oder du hast Probleme mit deiner Beziehung und du wachst morgens auf und denkst, wie soll das mit uns weitergehen? Wo führt mich diese Beziehung hin? All diese Sachen, die sind in deinem Kopf. Das ist deine Vorstellung, das ist deine Welt voll Sorgen. Und aus dieser Welt voll Sorgen darfst du einfach so aussteigen in eine Welt voll Vertrauen, in eine Vorstellungswelt, wo du anfängst, dem Leben zu vertrauen, wo du anfängst, dieses Vertrauen für dich zu erarbeiten, durch dich hindurch, weil du gelernt hast, dass das, was du annimmst, deine Wahrheit ist, die sich dir im Außen beweisen muss. Und das ist ein Weg, der nicht so einfach ist, weil dieser Weg wird noch nicht von den meisten Leuten gegangen. Aber ich kenne mittlerweile ganz viele Leute in meiner Welt, die diesen Weg gehen und die auch immer wieder einen Raum brauchen, in dem sie sich daran erinnern, dass das der richtige Weg ist. Den Weg zu gehen, den die wenigsten gehen, dazu sind wir heute aufgerufen, weil dieser Weg führt uns dorthin, wo wir gerne sein wollen. Weil wir sind jetzt ganz, ganz viele Jahre, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wir sind viele Jahre einen Weg gegangen, der uns vorgegeben worden ist, der uns
sozusagen in die Wiege gelegt worden ist. Und wir haben diesen Weg niemals hinterfragt. Und dieser Weg hat uns nicht dorthin geführt, wo wir von Herzen gerne gelandet wären. In einer schönen, kuscheligen Beziehung, in Beziehungen zu Menschen, die uns lieben, achten, ehren, als das sehen, was wir wirklich sind. In einen finanziellen Status, der das dokumentiert, diese Freiheit der Entscheidung, wo ich wie lebe, in welchem Umfeld, in welchem, mit welchen Hobbys, mit welchen Freunden. Das haben die wenigsten Menschen für sich heute erlebt und erlaubt. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist für die meisten Menschen. Aber durch diese uns in die Wiege gelegten Regeln, Überzeugungen, wie Leben zu leben und zu funktionieren hat, sind wir hier gelandet, wo wir jetzt sind. Und wenn wir nicht verstehen, dass es um eine innere Umkehr, ein inneres Arbeiten geht, dann werden wir so schnell nichts ändern. Aber um als wir etwas zu ändern, gehe ich voraus. Ich, du, einer geht voraus und baut seine Welt aus den neuen Prinzipien der göttlichen Wahrheit, die nichts mit Religion zu tun hat. Die göttliche Wahrheit hat die Religion dir nicht gelehrt. Die göttliche Wahrheit hat die Kirche dir nicht gelehrt. Die göttliche Wahrheit kennt nur dein Herz, kennt dein Innerstes, das dir immer wieder sagt, what? Das kann doch gar nicht sein. Hallo? Das geht doch nicht, das ist doch nicht möglich, das kann man doch nicht machen, das kann doch nicht sein, das stimmt doch überhaupt nicht. Hilfe! Diese Reaktion kommt von deinem innersten göttlichen Ich, das einfach weiß, Bullshit, Bullshit, Bullshit. Irgendwie kann es doch nicht sein, dass ich hier immer die Arschkarte ziehe. Hier irgendwie kann es doch nicht sein, dass es scheinbar im Außen andere Menschen, andere Systeme, andere Regeln gibt, die mich einschränken, die mir die Freiheit nehmen. Und das ist diese Stimme, die dich erinnert an was du wirklich bist, was du wirklich zu glauben hast, was die Wahrheit wirklich für unser Leben ist. Ja, diese Stimme hat verdammt nochmal recht. Und die weckt dich auf und die macht dich wütend oft und die macht mir manchmal so einen dicken Hals, wenn ich im Coaching bin und Frauen wieder ihre alten Stories repetieren und immer wieder sagen, es geht aber nicht, es geht aber nicht. Da krieg ich so einen Hals, weil es nicht wahr ist, weil es nicht stimmt, weil wir alles, alles, alles verändern können. Alles. Und in jeder Mensch in seiner Welt beginnt. Wenn du morgens aufwachst, weißt du, was dich besorgt, weißt du, was dich bedrückt, weißt du, dass es etwas gibt, wo hier für dich noch nicht im Klaren in der Ordnung ist, nicht in der göttlichen Ordnung. Und nochmal, die göttliche Ordnung ist die Ordnung der höchsten Perfektion, die Ordnung, dass wir als Mensch in unserem Kopf diese Ordnung nicht mal erfassen können. Diese Ordnung können wir in keinster Weise herstellen als Mensch. Diese Ordnung ist Gott gegeben. Diese Ordnung besteht. Und wir sind aufgerufen, uns vertrauensvoll in diese Ordnung zurückzubegeben. Und in dieser Ordnung werden die Dinge für uns geregelt. Das ist ja dieses, ja, du musst nicht fragen, wie. Ja, ich muss nicht fragen, wie, aber ich brauche eine Leitung, eine Anleitung. Und das ist meine Vision von dem, wie ich mir vorstelle, wie ein Mensch sich fühlen darf während seiner Lebzeit, während seines Lebens. Was ein Mensch durch
sich erleben darf, wenn ich alle diese Beschränkungen und Begrenzungen und Regeln, wie die Dinge zu sein haben, ablege, dann kommt Neues. Dann kommen diese göttlichen Regeln zum Vorschein, dann kommt diese göttliche Ordnung zum Vorschein. Und in dieser göttlichen Ordnung ist göttlicher Reichtum. Göttlicher Reichtum. Ja, auch in Form von Geld. Auch in Form von Geld. Aber wer darfst du sein, um göttlichen Reichtum dir zu erlauben, durch dich hindurch entstehen zu lassen? Wie darfst du die Welt sehen? Wie darfst du fühlen? Wie darfst du denken? Und wie darfst du handeln? Und das ist dieses neue Ich, von dem auch Dr. Joe Dispenza immer spricht. Dieses neue Ich ist aber nicht ein neues Ich hier mit Beschränkungen und mit Begrenzungen und mit, ja, wenn es so nicht geht, dann muss es halt so gehen. Und wenn ich jetzt diese Ausbildung gemacht habe, muss ich halt dann noch eine andere Zusatzausbildung machen. Oder wenn es jetzt dieser Mann nicht ist, dann muss es ein anderer Mann sein. Oder wenn es dieser Job nicht ist, dann muss es halt ein anderer Job sein. Nein. Du musst keine sein in einem anderen Job, du musst keine andere sein in einer anderen Beziehung, sondern du bist aufgerufen, dein göttliches Ich, diesen einzigen göttlichen, gottgegebenen Verstand stärker und größer werden zu lassen, diese ganzen Wahrheiten, die da sind, die du spürst in dir, die du fühlst. Weil wenn es sich so anfühlt, als sei es eng, als sei es ängstlich, als sei es gefährlich, dann bist du auf dem falschen Dampfer, dann bist du im falschen Ich, dann bist du falsch angebunden an falsche Überzeugungen, an falsche Energien, aber nicht an Fremdenergien, die von außen übergriffig werden, sondern du orientierst dich an falschen energetischen Überzeugungen, an falschen Gedanken. Und das ist das ganze Geheimnis. Das ist eigentlich the secret. Und zwar, dass es darum geht, dass du jetzt beginnst, ganz, ganz neu geboren zu werden, dir ganz, ganz neue Ansichten erlaubst, dir ganz, ganz neue Regeln für dein Leben erlaubst, die dich in diesen göttlichen Reichtum bringen. Und das ist dieser Weg, der geht nicht darüber, dass du jetzt hier eine äußere andere Person annimmst, sondern dass du andere Dinge glaubst. Und das ist gar nicht so leicht. Plötzlich zu glauben, alles ist für mich möglich. Plötzlich zu glauben, ich bin alles wert. Plötzlich zu glauben, alles Geld da draußen steht mir zu. Alle Freiheit, die ich mir nur vorstellen kann, steht mir zu. Dafür bedarf es einer Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung, dass du immer weiter gehst, dorthin, wo es bremst und wo es blockiert. Dort, wo dein Endpunkt ist. Dort, wo du meinst, es geht nicht mehr weiter. Da geht es weiter. Genau da geht es weiter. Und da, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, da geht's weiter. Weil dort, wo du weißt, wie es weitergeht, ist nicht dein Endpunkt erlangt. Da ist es nicht dort, wo sich die Dinge eröffnen, die dir jetzt noch scheinbar fehlen. Und diesen Endpunkt zu erreichen und dorthin zu gehen. Und diese Angst und dieses Kribbeln und dieses mulmige Gefühl einzuschätzen und zu erlauben, als ein Gefühl, das dir jetzt wirklich sagt,
Ja, hier geht's weiter. Ja. Upsi. So, jetzt da. Ja, hier geht's weiter. Da, wo ich die Hosen voll hab. Da, wo es jetzt richtig kribbelt. Da muss ich weiter. Da muss ich weiter. Und bei ganz, ganz vielen ist es eben diese finanzielle Situation. Wenn ich dir jetzt sagen würde, nur einfach und alleine, warum erlaubst du dir nicht das Doppelte, ich sage jetzt einfach nur das doppelte Einkommen von dem, was du jetzt hast? Da geht's los. Weil, das kann man nicht und das geht doch nicht. Und das sind so viele Geschichten, das sind diese Blockaden. Das sind diese Vorstellungen, die es gilt, krass zu kollabieren, niederzulegen, dass du da weiterkommst. Und dann kommt schon wieder dieses nächste Ende, diese nächste Barriere, dieses nächste so, wow, 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 mehr geht ja nicht. Und dir überhaupt erstmal zu erlauben, es geht immer mehr. Es geht immer mehr Freiheit, es geht immer mehr Liebe, es geht immer mehr Freude, es geht immer mehr Leichtigkeit. Ja, aber jetzt ist es doch schon leichter wie vorher. Jetzt ist es ja schon angenehmer wie vorher. Ja, weil du auf dem Weg bist. Und wenn du stehen bleibst, dann wirst du zurückfallen, weil du brauchst eine Vorwärtsenergie, eine Energie, die dich weiterträgt und weitertreibt, um hier mehr zu kreieren. Und das hat nichts mit Gier zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass du undankbar bist, sondern es hat damit zu tun, dass du Schöpfer bist und dass du Neues erschaffst. Und neu ist halt nun mal in unserem Sprachgebrauch mehr. Und das, was du erschaffst, das wächst, das ist mehr. Wenn du eine Blume mehr pflanzt in deinem Garten, gibt's da mehr Blumen. Die hast aber du gepflanzt und nicht dem Nachbar gestohlen. Und es gibt plötzlich eine Blume mehr auf dieser Welt. Und jetzt pflanzt du noch mehr Blumen und es gibt noch mehr Blumen auf dieser Welt. Und es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie beschränkte Anzahl von Blumen auf dieser Welt geben kann. Aber es gibt leider eine beschränkte Anzahl von Menschen, die sich erlauben, eine Blume nach der anderen zu pflanzen, weil sie Blumen lieben. So. Und jetzt nimm das als Geld. Es gibt nicht so viele Menschen, die sich erlauben, wunderschönes, blühendes Geld zu pflanzen und dann noch mehr und mehr zu pflanzen. Weil wir so viele Geschichten in unseren Köpfen haben, die uns sagen, dass es gierig ist, eine Blume nach der anderen zu pflanzen. Eine Geldblume, um in diesem Bild zu bleiben. Und das ist göttlicher Reichtum. Das ist göttlicher Reichtum. Du erschaffst ihn. Du erschaffst ihn. Und du darfst ihn lieben, du darfst ihn ehren, du darfst ihn pflegen, du darfst ihn hegen. Du darfst stolz auf deinen göttlichen Reichtum zu sein, der durch dich entsteht, der aus dir heraus entsteht. Und egal, ob es eine Blume ist, die du aus Liebe pflanzt oder ein Businessprojekt, ein Angebot oder was auch immer, wenn du das aus so viel Liebe und Begeisterung pflanzt, dann musst du doch auch annehmen können, dass du die Früchte erntest dieser Blume, dieses Projektes, dieser Herzensangelegenheit, und zwar im großen, großen Stil. Wer sagt, wie groß es sein kann, deine Erntezeit? Wer sagt, wie viel du ernten darfst? Wer sagt, wie viel deiner Samen aufgehen? Das sagst du tatsächlich. Und diese Begeisterung, die deine Samen hegt und pflegt, diese Begeisterung, die darfst du tragen. Und zwar, verarsch dich da nicht, wenn du nicht in der Lage bist, über deine Samen in voller Begeisterung und Liebe zu sprechen, sie anzupreisen und den Leuten
beizubringen und sie zu unterstützen, darin deine Samen zu lieben und zu ehren, genauso wie du sie liebst und ehrst, dann hast du da wieder eine energetische Bremse, wenn du weißt, was ich meine. Und deine Samen, die in dir so schlummern und so gerne gesät werden möchten, das darfst du jetzt hier dir erlauben und zu sagen, ja, ich bin hier, um aus meinen Samen eine göttliche Fülle zu produzieren, hier auf diese Art und Weise die Welt zu vergrößern, indem ich meine Welt vergrößere, indem ich hier stehe und die neuen Prinzipien anwende und aussteige aus diesem verdammten Hamsterrad der Einschränkung und der Unterdrückung und der es geht nicht. Ich mache vom 10.10. bis zum 14.10. einen Workshop. Der heißt Divine Wealth Creation, Activation, Creation, wo wir genau diese Dinge anschauen, wo ich dich da in die Klarheit mitnehme, wo ich dir deinem Verstand, deinem alten Denken neue Perspektiven aufzeige. Und dieser Workshop ist gratis für dich, weil es jetzt in dieser Zeit so, so wichtig ist, dass wir unseren göttlichen Reichtum aktivieren und dass wir aufhören, diese bösen Überzeugungen über Reichtum, über Geld, überborden, habe ich schon gehört, und zu viel zu sein und was auch immer, was wieder eine Bewertung der Einschränkung ist, dass wir das alles jetzt loslassen dürfen. Ich lade dich ein, melde dich an. Ich werde das hier noch unter das Video posten, den Anmelde-Link. Wir starten, die Facebook-Gruppe geht auf am 5. Oktober. Dann machen wir ein Warm-up mit wunderschöner Energie, mit vielen, vielen Inputs, damit wir dann, wenn der Workshop startet, schon sowas von empfangsbereit sind für diese neuen Informationen und die neuen Energien, dass wir in einen Sog kommen, der uns in die absolute Kehrtwende, Transformation in unserem Leben bringt, sodass wir alles aktivieren, manifestieren und kreieren, was die Welt heute braucht. Und zwar Liebe in aller Form. Liebe in Form von Freiheit, Liebe in Form von Geld, Liebe in Form von Küssen, Liebe in Form von Umarmungen, Liebe in Form von Freude, Leichtigkeit. Ja, es geht immer um die Liebe. Nur die richtige Liebe, die bedingungslose Liebe, dürfen wir jetzt kennenlernen. Das hat sie uns noch niemand vorgestellt, weil sie so kraftvoll ist, weil sie so machtvoll ist. Und hier ist der Weg. Er ist offen für jedermann. Es braucht Mut. Es ist nicht Mainstream, noch nicht, aber wir werden es zu Mainstream machen. Und melde dich einfach an, du hast nichts zu verlieren, du musst nur deine Zeit investieren. Und das ist wichtig, weil ohne Investment, wenn du nicht invested bist, wenn du nicht all in bist, wenn du dich immer wieder ablenken lässt von Einschränkungen und es geht nicht und Unmöglichkeiten, dann bist du nicht invested und dann gibt es auch keinen Return on Investment. Es funktioniert einfach so. Du investierst und du bekommst das zurück, was du investierst. Und da liegt es an dir, welches Investment, auf welche Art und Weise du dich investest. Und da, weil es nicht immer nur, aber auch Geld ist, geht es auch, wenn du in einen kostenfreien Workshop dich aber investest, als wäre das das Investment deines Lebens. Aber nur dann funktioniert es. Und das lege ich dir an. Wenn du invested bist, dann ist es egal, was es kostet. Es liegt an dir, an deinem Investment, an deinem All-In. Und ich freue mich auf dich und melde dich an.
Der Link kommt zum Anmelden und wir werden diesen Oktober zu einem unvergesslichen Oktober machen. Und wir werden ganz, ganz vielen Menschen eröffnen, dass sie sich eine neue Welt kreieren können. Und das ist jetzt sowas von genau das, was wir alle brauchen. Seid alle geliebt, erlaubt euch alle Liebe dieser Welt, stellt euch als allerhöchste Priorität auf, denn du erschaffst dein Leben, du erschaffst deine Welt, du erschaffst deine Möglichkeiten und du bekommst deinen Return on Investment. Alles, alles Liebe!